Hallo und wieder herzlich willkommen bei Wissenslust und es geht weiter mit dem Essig. Und dazu erzähle ich euch noch ein bisschen was rezeptemäßig bzw. zu den Anwendungen. Das Büchelklein habe ich mir damals vor ganz, ganz vielen Jahren gekauft. Klein fein, gibt bestimmt noch viele wunderbare andere Bücher, aber ihr wisst, Essig, Balsamico, das sind doch ganz wunderbare Dinge. Wir brauchen immer Essig für die Salate oder auch, ich weiß nicht, ob ihr das eben so kennt, wie ich schon mal gesagt habe, bei mir kommt immer ein bisschen Essig dann in die Linsensuppe natürlich rein, auch in die Erbsen und natürlich in die weiße Bohnensuppe, damit die einfach bekömmlicher sind. So, und Essig ist ja wirklich variabel, das heißt, man kann da ja wirklich alles Mögliche reinmachen, was einem gut schmeckt, Chilischoten, Knoblauch, Nüsse, Dill, keine Ahnung, also was euch so gut schmeckt, ne? Also diesen Essig speziell dafür. Und hier, wer in der Nähe von Kaufungen wohnt, wir haben ja in Niederkaufungen so ein wunderbares Geschäft, das heißt Balsami und Co. Und da bekommt man tolle Sachen. Und ich glaube, das gibt es in vielen anderen Städten eben auch. Und da kann man Menschen immer eine Freude machen, so was Tolles mitzubringen. So, und manche Flaschen von einem wunderbaren Essig oder Balsamico oder wie man, Vinaigrette oder wie man es eben nennt, kostet viel Geld. Da gibt man manchmal nicht so viel Geld für einen Wein aus, wie oft für so einen guten Essig ausgegeben wird. Und da es bei uns aber schon immer den Apfel gab, welch ein Glück, hier im Norden eben auch oder in Deutschland, das war ja für uns auch lebenswichtig, dieser Apfel über den Winter, damit wir eben noch Vitamine haben, ist dieser Apfel eben allgegenwärtig und welch ein Glück. Und wenn ihr jetzt so einen Apfelessig selber machen wollt, dann ist es immer so, dann sollte man doch schauen, dass man das in einer Plastikflasche aufbewahrt. Je nachdem, wie viel Prozent von der Essigsäure eben auch enthalten ist. Und wisst ihr, wir sammeln oder viele sammeln mittlerweile ja alte Sachen, so Steingut von früher und sowas. Also da müsst ihr einfach ein bisschen aufpassen, weil ganz früher auch in Steingut mit den Farben teilweise Blei verwendet wurde und Essigsäure halt in der Lage ist, wirklich alles aufzulösen und aufzunehmen. Und aus diesem Grund sollte man schauen, dass man vielleicht nicht unbedingt Plastikbehälter nimmt. Da, wo es eben schon drin ist, ist der normale Essig drin. Das ist eben so, dann haben die wahrscheinlich so einen Kunststoff, kann ich jetzt überhaupt nicht zu sagen. Aber wenn ihr ihn für euch machen wollt, dann, wie gesagt, nutzt doch am besten Glas. So, früher wurde der Essig immer aufbewahrt, einfach in der Speisekammer, die hatte genau die richtige Temperatur. Und man sagt immer so, über 20 Grad sollte es auf keinen Fall kommen. Und man sollte halt immer aufpassen, dass bei der Gärung auch nicht über 15% mit der Säure zustande kommt, weil dann die guten Essigbakterien, die sich eben hinterher draufsetzen, wenn ihr eine Flasche guten Wein zum Beispiel oder einen alten Wein, den ihr schon mal offen habt, wenn ihr den offen lässt und da ist nicht so viel Schwefel drin oder Konservierungsstoffe, dann kommen die Essigbakterien darauf und beginnen eben mit ihrer Arbeit und lassen es eben gären. Und da solltet ihr eben einfach dann, wenn ihr wollt, noch so ein bisschen Mull drauf machen oder Küchentuch oder irgend sowas, könnt ihr dann ein bisschen abbinden und dann können die Bakterien ihre Arbeit tun. Ja? Also es ist ja wirklich ein Kult mittlerweile, muss man so sagen. Wie schön, ja. Und man kann natürlich, wie ich schon gesagt hatte, wer jetzt dazu neigt, zum Beispiel das zu schlacken und dass sich überall Wasseransammlungen sind. Wir haben ja im Moment so ein ständig wechselndes Wetter, das man manchmal wie tropisch kommt es einem vor, obwohl es gar nicht so warm draußen ist. Aber dann kommt so eine Feuchtigkeit dazu. Und auch ich bin, habe ich schon mal erzählt, jemand, der dann immer zu diesen Ansammlungen eigentlich neigt. Und wenn ich mich aber wirklich daran halte, dieses Apfelessiggetränk zum Beispiel zu mir nehme, morgen früh schon gleich, und das schmeckt ja dann wie eine Limo, habe ich euch gesagt. Wer will, kann ja Honig mit reinmachen. Also 1 bis 2 Teelöffel Apfelessig nehmt ihr dann in ein Glas Wasser und wenn ihr möchtet, dazu einen Teelöffel Honig. Ja, das ist so die normale Variante. Gut verrühren. Diabetiker müssen natürlich aufpassen, aber mittlerweile dürfen die ja auch alles essen. Und ich würde anstatt Süßstoff natürlich immer lieber den Honig nehmen, oder? Da haben wir noch ein bisschen was anderes drin. Jetzt will ich gerade noch mal schnell hier gucken.
Also na klar, es ist immer vor oder zu den Mahlzeiten. Ihr müsst gucken, wie ihr das vertragt. Aber natürlich, wenn es vor den Mahlzeiten ist, ganz klar, hat es ein ganz anderes Spektrum wie nach den Mahlzeiten. Aber wer das jetzt gar nicht verträgt und sagt, nee, ich muss das nach den Mahlzeiten nehmen, weil ich sonst keine Ahnung was habe, dann ist es seine Sache. Einfach, ihr müsst es einfach ausprobieren. Und manche müssen es vielleicht auch schluckweise ausprobieren. Muss jeder für sich selber haben, okay? So. Jetzt wollen wir mal gucken, was wir alles machen können. Und da wollte ich euch doch jetzt unbedingt mal gesagt. Also, es hilft also beim Abnehmen, es unterstützt, es entwässert, entgiftet. Außerdem beschleunigt es die Fettaufspaltung. Und dazu gibt es eine Diätkur mit Apfelessig und die will ich euch jetzt gerade mal vorlesen, weil wir haben ja Sommer und der ein oder andere denkt sich vielleicht, ach, ich könnte noch so ein paar Kilos oder überhaupt nur um mich wohl zu fühlen oder ich will meinen Darmbakterien einfach was Gutes tun. So. Ach du dickes Ei. Hier gibt es leider natürlich eine richtige Diät, aber da stehe ich ja gar nicht so drauf. Auf jeden Fall ist es immer so, dass hier immer ein Glas Wasser oder Kräutertee mit 2 bis 3 Esslöffel Apfelessig und 2 bis 3 Esslöffel Honig verfeinert wird. Das sollte man auf jeden Fall immer nehmen und das 2 bis 3 Mal am Tag. Und hier bei dieser Diät, ich zeige euch das mal einfach, da geht es eigentlich um wirkliches Vollkorn. Also da geht es nicht wirklich um eine Diät, wenn ich das so sehe, sondern es geht immer darum, dass man was Gutes isst, also auch Vollkorn, viel Salat und so weiter. Ich will euch das mal einfach reinhalten, aber Diäten gibt es ja genügend. Und mir geht es jetzt einfach darum, euch noch so ein paar Anwendungsmöglichkeiten zu sagen. Und hier ist immer wieder, jetzt will ich nochmal dazwischen gucken, ja, immer wieder, hier geht aber vieles, muss ich sagen, mit Kohlenhydraten. Hier drin ist ganz vieles mit Kohlenhydraten. Aber vielleicht ist das in diesem Fall auch wichtig. Ich kann mir manchmal vorstellen, dass wenn jemand versucht abzunehmen und dann auf die Kohlenhydrate verzichtet, das ist ja gerade der Sattmacher. Und vielleicht, das ist jetzt nur so meine Überlegung, ist durch diese, durch das Essigwasser, was man dann trinkt, wird es so angeregt mit der Fettverbrennung, dass man vielleicht zum Verbrennen dann auch wieder viel mehr Kohlenhydrate braucht und eben in der Vollkornform halt immer, ne? In der besten Form. Eben nicht in Weißbrot oder Weißmehl, das wisst ihr ja alles mittlerweile selber. Nicht unser Weizen ist ja schlecht, sondern dass wir so wie er gezüchtet wurde und so wie er behandelt wird. Aber dann natürlich darauf achten. Vielleicht hat es damit was zu tun. Es gibt ja mittlerweile so viele verschiedene Sachen. Also wahnsinnig. Okay. Was ist eigentlich der Unterschied, fand ich jetzt mal ganz gut, aber vom Aceto Balsamico? Dieser tiefdunkle italienische Balsamessig gilt als König unter den Essigen und adelt jedes Gericht. Balsamico kommt ursprünglich aus Modena. Er wird aus eingekochtem Most und süßen weißen Trauben, meist Trebbiano, gewonnen. Köstlich schmeckt er vor allem, das wissen wir alle selber, wie wir das machen. So, und jetzt kommen wir aber zu einem tollen Ding. Wir sind bei Allergien. Und zwar, Allergikern wird die regelmäßige Einnahme des Apfelessig-Honiggetränkes empfohlen, das die Abwehrkräfte stärkt, den Körper mit wichtigen Vitaminen und Mineralstoffen versorgt und noch zusätzlich vor, ich lege es euch nochmal hier hin, dann könnt ihr hier hin das auch lesen, vor der antibiotischen Wirkung des Honigs profitiert. Nicht anwenden bei bekannter Honigallergie. Siehe Ausschläge. Also das ist auch wieder ganz klar, oder? Da sollte man es natürlich nicht nennen. Und wir fangen ja mit dem A an, habt ihr sicherlich schon gemerkt. Man kann es als Allzweckreiniger natürlich wunderbar nehmen, den Apfelessig. Oder für die Altersflecken. Und das kennt ihr sicherlich ja auch. Also bei mir gibt es da ja auch schon einige von. Wobei man sagt, die Altersflecken kommen von der Leber. Also wenn die Leber einfach zu viel zu tun hat und das nicht mehr schafft, dann dockt einfach irgendwann, sagt die Leber, das muss raus, das muss raus, das muss raus. Und dann geht es eben in unsere Haut, sodass eben die Leberflecken auch entstehen und die man ja zum Glück wegmachen kann. Aber man kann natürlich auch vielleicht von außen etwas tun, zumindest hier bei den Altersflecken. Aber
immer dran denken. Es ist natürlich eine Sache von dem, was nehmen wir zu uns. Und ich hatte ja schon ein Filmchen auch gemacht von den 7 Kräutern der Heidelbergern, weil Bitterstoffe sind ja für uns gut. Und somit denke ich mir mit dem Essig, da gibt es sicherlich auch Leute, die der Meinung sind, das ist nicht so gut. Aber früher war das eben auch und auch heute gibt es das noch. Und ich denke mir immer, man muss alles zusammen sehen. Man kann nicht eine Sache schlecht machen und jeder Mensch ist anders. Also sage ich euch jetzt nochmal zu den Altersflecken. Da mischt man Zwiebelsaft und Apfelessig 1 zu 2. Und damit sollte man jeden Abend die Altersflecken einreiben. Und davon sollen sie blasser werden. Und das kann man versuchen, eben auch mit dem H2O, also ne, Wasserstoffperoxid. H2O2 habe ich auch ein Filmchen zugemacht. Und dann habe ich ja auch, kommt demnächst wieder ein Film, eine Zwischenbilanz. Mein Mann hat sich ja zur Verfügung gestellt, da kann man sehen, mit Leberflecken oder was tut sich da überhaupt mit den Schwedenkräutern und mit der Ringelblumensalbe. Ja, also das kann man sehr gut versuchen. Und falls wir Aquarianer unter uns haben oder hier, falls jemand zuschaut, eine Mixtur aus Essig und Salz lässt trübe Aquariengläser wieder wie neu glänzen. Und ich glaube, das könnte dann natürlich auch für die normalen Gläser geben, Glas, wenn jemand eben alte Glasscheiben hat oder was auch immer. So, in diesem Sinne hoffe ich, dass es wieder so ein klein bisschen spannend für euch war, beziehungsweise dass man wieder etwas aufgefrischt hat. Da geht es ja eigentlich drum. Und dass man diese kleinen Mittelchen immer wieder dazu nimmt und nicht immer diese, ja, diese, guckt mal, diese chemischen Putzmittel, alles, was so da ist. Manchmal lässt es sich bestimmt nicht vermeiden, das weiß ich selber ganz genau, aber wir können doch wirklich ein bisschen umsteigen, oder? Und können dann der Natur noch was Gutes tun und uns gleichzeitig auch. Also von daher wünsche ich euch eine gute Zeit, bleibt gesund oder werdet gesund. Und das nächste Mal kommen wir zu einem ganz tollen Thema, unter anderem auch, finde ich, Atemstörungen. Oder wisst ihr was, das sage ich jetzt nochmal, Atemstörungen. Wer nachts aufwacht, weil er nicht mehr frei durchatmen kann, sollte folgende Mittel ausprobieren. Ein Teelöffel Apfelessig auf ein Glas Wasser geben, diese Mischung im Laufe einer halben Stunde in kleinen Schlucken trinken. Eine Pause von einer halben Stunde machen und die Prozedur wiederholen. Auch bei asthmatischen Beschwerden hilfreich zur Unterstützung der ärztlichen Behandlung. Ja, irgendwie muss ich das jetzt nochmal mit reinbringen, warum auch immer. Nun gut, also bis zum nächsten Mal. Ciao.